auch eine Axt, aber eine einhändige, Handaxe. Deswegen werde ich den einfach mal benutzen. Ja, Equipment noch. Und jetzt bin ich erstmal gejoint, weil wir ja eben neu geladen haben. Dann muss ich mir erstmal wieder alles aussuchen. Genau, noch das Equipment. Ja. Ich werde wieder das Verteidigungsamulett holen, um wieder gegen ihn anzutreten im Zweikampf. Weil im normalen Kampf ist man da sehr unterlegen. Im Zweikampf zwar auch, aber man hat eine Chance. Hoffe ich. Oder es ist genau umgekehrt und du... Ja, zur Not laufe ich einfach wieder. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Level nachher aus 3 bis 4 Parts bestehen wird. Mindestens. Wenn unsere treuen Zuschauer, wenn wir dann welche haben, treu bleiben und alle 8000 Parts von diesem Spiel gucken werden, wäre ich schon zufrieden. Also los. Du wärst zufrieden, wenn wir einen Zuschauer haben, der sich auch nur 2 Parts anguckt. Du denkst nicht wirklich, dass die nur 2 Parts gucken, oder? Na, ja, kommt drauf an. Wir wollen ja Feedback, also so ist ja nicht. Genau. Wenn keiner in die Comments schreibt, was wir besser machen können, dann... Ja, werden wir die nächsten Let's Plays auch so machen und keiner wird sie gucken. Irgendwie sowas. Oh, der gefällt mir. Der wirft seine Axt nach einem dritten Angriff. 1, 2 und 3. Oder auch nicht. Das wiederum erinnert mich an... Jetzt. Axtwurf. Ist nett. Die Perform... an die 3-stufige Omnischlüssel-Performance, die Ratchet in der Ratchet Clank-Reihe hinlegt. 2 simple Schläge und dann dreht er sich einmal herum und führt eine Art Rundumschlag aus. Der allerdings entgegen aller Logik, die diesem Spiel sowieso verdammt ist, nur den Gegner direkt vor ihm trifft. Tja. Vielleicht werden wir dieses Spiel ja auch irgendwann mal Let's Playen. Insofern das Emulator funktioniert. Denn der hat irgendwie leicht versagt. Ja, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für dieses PS2-Spiel Ratchet & Clank Gladiator. Wir haben die Original-CD natürlich hier liegen. Allerdings funktioniert es nicht mit dem Emulator, stürzt immer im Hauptmenü ab. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Bitte, danke. Ja. Aber jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Spiel. Dynasty Warrior 4. Korrekt. Hyper Edition. Ganz vergessen. Was, womit ich jetzt weniger anfangen kann. Nein, das ist einfach nur die PC-Version, wo alle Charakter von jeder Version drin sind. Im Grunde nicht viel anders, aber ein paar Verbesserungen halt. Ah ja. Ja. Ich glaube, wenn wir das Level jetzt nicht schaffen, lassen wir es auch sein. Für heute. Es ist immerhin schon... Nee, ist gar nicht mal so spät. Nein, ist noch nicht spät. Wir liegen eigentlich gut in der Zeit. Für wie viele Stunden ist das eigentlich angesetzt, das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber die Schlacht hier ist für 1,5 Stunden angesetzt. Was von daher... Wenn dann 6 Akte gibt, mit je 3 Kämpfen, 90 Minuten, dann brauchen wir schon ein bisschen länger. Und wieder der Rambock. Wir sollen die, die Tore mit der Ramme zerbrechen. Oder besser gesagt, natürlich werden wir das tun. Die Ramme verteidigen, damit die Tore zerbrechen können. Was auch immer. Und ich glaube, ich bin langsamer wie deiner. Minimal. Möglich ist alles, könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach ein höheres Level habe. Ich weiß nicht, ob man schneller wird durch ein höheres Level, kann aber auch sein. War Captain 1. Guard Captain 2. Okay.
Jetzt sind es noch anderthalb, weil ich einen, nee, doch nicht getroffen habe. Wir hoffen natürlich trotz Anfängerfehler, dass euch unser Let's Play wenigstens etwas zusagt. Weil dann werden wir auch natürlich mit euren Verbesserungsvorschlägen neue nachreichen und noch mehr machen. Weil es ist mal was anderes, während dem Spielen auch mal frei rauszuplaudern, als immer nur still vor sich hinzuzocken. Als ob du still wärst. Du fluchst alle zwei Minuten über irgendeinen Gegner. Oder einen dummen Fehler, den du selbst gemacht hast. Selten. So, ich werde jetzt wieder diesen Liu Bu herausfordern. Liu Bu. Und hoffen, dass er mich nicht direkt tötet. Ich glaube, jetzt brauche ich auch ausnahmsweise mal den Blockknopf. Aber das hat eben auch schon nichts gebracht. Okay, das war schon mal ein halbwegs ordentlicher Anfang. Allerdings schlägt er dich jetzt mit 5 Schlägen zu Klump. Was ich wiederum weniger toll finde. Ganz ehrlich, ich finde es auch nicht antörend, was der hier mit mir macht. Allerdings, jetzt bin ich schon wieder tot. Nein. Nein, noch nicht. Okay, wenn du jetzt in den... Jetzt bist du tot. Da freuen wir uns und Versuch Nummer 3 ist auf dem Weg. Und das Schlimme ist, man kriegt ihn wirklich nicht klein. Also, ich glaube, wir spielen auf komplett einfach. Und ich habe noch nicht mal die geringste Chance, weil er mich mit 2 Schlägen kaputt macht. Also so hat das keinen Zweck. Ich glaube, wir lassen ihn einfach links liegen und laufen weiter. Oder wir nehmen uns einfach immer nur so ein, vielleicht ein Zehntel von seinem Life und rennen dann ganz schnell weg. Gucken einfach nur, dass wir wegkommen, überlassen ihn den normalen Soldaten, die ihn dann kurz aufhalten, während wir uns heilen. Hm. So. Wieder nehme ich mir den Typ mit der Eisenrute. Und ich werde mir mal den letzten Charakter angucken. Weil die zwei sagen mir irgendwie nicht wirklich zu. Äxte sind zwar schön gut, aber ich brauche was Schnelleres. Ein Schwert zum Beispiel. Das sieht ja lustig aus. Ich glaube, das ist dieses übel, dieses viel zu große Schwert, das ich eben mit Sephiroths Katana verglichen habe. Du hast dein Schwert mit Sephiroths Katana verglichen, echt? Da ja. War ich dann aber kurz abwesend. So, ich wäre fertig. Natürlich, ich habe gesagt, er muss was kompensieren, ähnlich wie Sephiroth. Stimmt. Und mich danach geräuspert. Wie gesagt, das hier ist die Route. Das jetzt einfach mal so. Nein. Ist wahrscheinlich der Vorführeffekt, dass wir jetzt das Level hier nicht schaffen. Sowieso. So. Ich hätte ja gesagt, wir arbeiten einen Plan aus, aber es gibt keinen Plan. Wir müssen durch dieses Tor. Man kann nicht außen rumlaufen oder so. Also müssen wir an diesem Typ vorbei. Schon viel besser. Der ist viel schneller im Angriff. Genau meine Kragenweite. Ich hasse es, wenn jemand langsam zuschlägt. Dann lieber schwach und schnell. Kann man besser kämpfen. Kommt ganz auf dein Spielziel an. Ja, ich weiß, du haust eher drauf. Normalerweise stehe ich hinten und lasse draufhauen. Am besten von irgendwelchen beschworenen Einheiten oder so. Während ich mich und meine Verbündeten hochheile. Allerdings wird mir das in diesem Spiel etwas schwer fallen. Perfekt. Einer von uns beiden ist gerade in einen feindlichen Hinterhalt gerannt. Ich glaube dir. Man könnte auch rein theoretisch versuchen, Liu Bu vom Pferd runterzuhauen und dann mit dem Bogen drauf zu schießen, aber ich glaube, das wird dem nicht viel Schaden ziehen. Allein weil der Bogen schon normalen Soldaten kaum Schaden zieht. Das stimmt jetzt nicht. Also mit einem richtigen Schuss ziehst du den die Hälfte ab. Nice. Bin ich Bogenschützen-Sniper oder was?
Das Spiel hat Autoziel, also du musst dich noch nicht mal viel anstrengen. Und dieser Typ hier regt mich gerade auf mit seinem Gaul. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir nach dem zweiten Akt wieder Charaktere freischalten. Höchstwahrscheinlich. Dass man so nach jedem Akt ein bis zwei Charaktere freischaltet, erscheint mir dann logisch. Ja, irgendwo schon. Allerdings, wie ich eben erwähnt habe, aber ich glaube, da war, ja, das war das, wo die Kamera aus war, habe ich gesagt, es wäre nicht so praktisch, die ganze Zeit seinen Charakter zu wechseln, weil man die auch leveln muss. Wenn die ganze Zeit dann auf Level 1 rumdümpeln, bringt das nicht viel. Korrekt. Und da, da kommt Ramme. Wieder Ramme. Genau. Und ich kämpfe gegen Surong. Währenddessen ich noch hinten rumdümple und versuche mich durch irgendwelche kruden Noob-Soldaten zu schlagen. Da es dabei allerdings schon hinbekommen habe, meine Gegner einen Guard-Captain zu erledigen, sodass wir von dieser Seite mit keiner freundlichen Verstärkung mehr rechnen müssen. Was auch seine Vorteile hat. Allerdings Correct. Hilft uns das bei Lubu auch reichlich wenig momentan. Doch, das könnte uns sogar einen Vorteil bringen, da dann nicht unsere Soldaten mit den beschäftigt sind, die feindlichen Soldaten. Ja, okay, wir wollen ja diesmal keinen Zweikampf gegen ihn riskieren, stimmt. Sondern, wie gesagt, wir schlagen einfach mit geballter Macht der Truppen zu und könnten ihn so wirklich schlagen. Ich würde mal sogar sagen, dass man vielleicht Lubo sogar irgendwann freikriegt, je nachdem, was für eine Rasse man spielt. Beziehungsweise welches Reich. Ich glaube, die genau, einzelnen Reich. Parteien sind auf sind die Reiche und ich habe gerade zwei. Fuck. Ich bin so gut wie tot. Ja, Markmann, du benutzt gerade dein Immer-Spell. Mach doch deinen Sprungangriff. Zu spät. Schon nochmal. Ich glaube, an dieser Stelle pausieren wir mal. Und schneiden den Schmodder zu. Ja, genau. Auf noch Wiedersehen. Noch nicht. Wir gehen gerade noch ins Hauptmenü. Doch das nicht. Sieht dann hübsch aus. Die ganze Welt wird jetzt über uns kaputt lachen. Wir lachen auch gleich. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal. See ya.